Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Ark. Hallo. Ja, die Emotes haben wir immer noch und Gary reitet gerade auf ihren Ostrich. Ostrich. Und sie meint ja irgendwie, sie ist nicht zufrieden damit. Erkläre mal, warum. So geht's. Der Wendekreis. Okay. Warte, ich bin gleich da. Aber ist er schnell? Doch, der geht doch. Hören Sie mal aufsteigen? Gehen Sie mal runter, bitte. So, Leute, mal gucken. So schlimm kann er doch gar nicht sein. Guck mal, springen kann er doch ja, schon ja. mal 1A. Warte, er kriegt keinen Fallschaden ab? So nochmal? Ja, geht doch. Was hast du für Probleme, Gary? Also, warte. Hä, geht doch voll. Gute Wendekreis, er hat alles. Guck mal. Where's your problem? Lauf jetzt so im Kreis wie ich. Ja, hier mache ich. Hier. Da. Gary, wo ist dein Problem, hä? Ja, ich habe es gelernt, Gary. Er hört auf mich. Tja, Gary. Pech gehabt. Geh von Jebby runter, hopp. Sehr schön. Okay, pass auf. Bevor wir jetzt aber auch mit denen rumgehen, wir wollen kurz mal zu Fuß rumgehen. Und weil wir zu Fuß rumgehen, werden wir auch, weil einige davon waren drauf gespannt, wie das japanische Haus ausschaut. Tsukiya Tsukuri. Tsukiya! Spinnerin. So, und das bauen wir jetzt. Oh, ist ja schon fertig. Und ein Medium-Haus will ich auch sehen. Und das kleine Haus will ich auch sehen. Wenn wir schon da sind, bauen wir uns gleich alle drei. So, den nehmen wir mit. Und Gary, follow me. Ja, weil es gerade voll abgehen, wa? Okay, jetzt müssen wir aber nur was finden, wo wir das auch hinbauen können. Es muss richtig geil ausschauen. Ach, guck mal. Guck mal, wo bist du denn? Er sagt, oh, guck hier mal. Drüben, hier runter. Kennst du ihn noch? Ich glaube, das ist der Yuti. Der ja. hat alle Bäume hier abgebaut. Der müsste eigentlich auch zufrieden sein. Also, Frieden sein. Friedlich? Ja, du weißt schon, was ich meine. Dann geh mal hin. Warte, hier ist irgendwas, was rennt, das nicht gut für mich ist. Ich glaube, das ist auch Raptor. Ja, ist ein Raptor. Gary, follow me. Wow, hab ich mich erschrocken. Alter. Ach du Kacke. Du bist auch tot. Scheiße, die sind nicht mehr verbuggt. Hör mir auf. Das riecht nicht. Ja, es riecht nicht nur ein bisschen. So, pass mal auf. So, das, was ich jetzt bauen möchte, brauche ich jetzt ganz kurz. Davon 16 Stück brauchen wir insgesamt. Davon brauchen wir 16. Ups. So, meins ist schon mal fertig. Bedeutet, wir haben einen personalisierten Grabstein. Und ich denke mal, die eine oder anderen von euch kennen den. Jeder muss ja seinen eigenen herstellen. So, deswegen, mein Grabstein kommt hier hin. Kommt aber ein bisschen spät. So. Hä, Gary, ich habe meine ganzen Sachen. Echt? Ja, einfach nur draufgeklickt. Fertig, basta. Wie geil ist das denn? Ja, alle Sachen sind da. Geil. So, mach es mal. Zeig mal. Und drück E einfach. Jo, schön. Hast du alle Sachen wieder, wa? Gut, hier craftet ihr auch kurz eine Chitin-Rüstung. So, Chitin-Rüstung ist schon mal mit am Start. Ich hoffe, die hält mehr aus. So, Upgrade Station haben wir auch hingebaut. Können die Sachen rein. Kann kaputt gemacht werden. Sehr schön. Ich habe hier ein kleines bisschen was vorbereitet und so, damit wir halt klarkommen. Aber sollte bis jetzt eigentlich ganz gut sein. Hä, Baby, gucke meine Muckis an. Ist ein Date mit mir, oder was? Ey, gut, dass wir Ostrich und Jeppy nicht mit hatten. Die wären beide jetzt gestorben. Aber wo ist denn der? Ich sehe den gar nicht. Lass uns mal am besten hochgehen, okay? Ich hab gepfiffen. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Komm, Gary. Gary ist sehr langsam, because I have not enough stamina. Ja, los, komm. Ich bin hier oben drauf. Achtung vor den Saber, bitte. Achtung, Achtung. Ja, ja, die habe ich schon mitgekriegt. So, mal sehen. Okay, sie hat's geschafft. Schön. Los, komm, du packst es. Los. Ja, und doppel. Nice, sehr schön. Oh, der Yuzi sieht aber auch hübsch aus. Ah, können wir noch nicht zähmen. Ja, sehr schön. Dann folge mir. Lass es dahin zum Strand, wo wir alles erkennen können. Okay. Sollen wir sehen. Wie weit kann man hier jetzt springen? Ja, ein bisschen. Fallschaden kriegt man eh nicht ab. Kann man gleich hier wieder den nächsten Sprung machen. Bam. So, sehr schön. Auch kein Dino ist hier. Super. Uns geht's hier gut. Wir können ja immer normal laufen. Und dann können wir halt das hier machen. So, dann sind wir halt am schnellsten. Also zum Schluss nochmal springen. Und dann halt immer so weiter, you know? Ey, guck mal, eine neue Mantis. Pass aber auf. Scheiße. Fuck. Ja, das war's von uns. Oh. Du weißt, im Wasser ist sie übel schnell, ne? Tauche. Mach ich. Genau, tauche. Aber du musst hier an Land kommen. Wir müssen uns jetzt kurz hier oben auf irgendeinen Stein hier sichern. Oh, sie kommt zu dir, ne? Nein.
Ja. Kacke. Hey, du wolltest mich doch schon... Ach, lecke mich. So. Oh, ich... Hallo. Ach, du kleines Drecksviech, hau ab, bitte. Geh. Wie süß. Alles klar. Bist du tot? Nein, aber hier sind so ein paar Piranhas, die ärgern. Ach so, ja, ja, ja. Ich werde jetzt sterben, glaube ich. Nein, oder? Doch. Echt jetzt? Lass mich doch. Komm hier raus, spring hier mit Leertaste, komm. Los, Gaddy, du schaffst es. Oh, du hast echt wenig Leben. Aber die Mantis, die tötet gerade irgendwo da vorne die Dodos. Los, komm, wir haben jetzt Zeit. Solange die Dings weg ist, lass schnell hier rüber, los. Komm, fliege mit mir. Oh, Caprosaurus links neben dir. Gary, du solltest springen. Ja, ich hab's gemacht. Ich hab's verkackt, hab ich doch gesagt. Liebes gelbe Ding. Wow. Oh, es gibt ein Crystal Wifer Queen. Das ist also mit neuem Boss gemeint. Ah. Ja, genau. Cool. Ja, wie gesagt, ich hab mich schon gefragt, sind die anderen Wifern damit geneint? Aber es ist wirklich ein Boss. Krass. Kriegst du auch... Wie gesagt, Leute, ich sehe das jetzt erst gerade. Ich verliere keine Stamina. Also ich verliere durch Springen, verliere ich Stamina. Aber so... Ich glaube, das hat echt mit der Avatar-Mod zu tun. Oben links ist ja unsere Stamina. Ich schlag den jetzt ganz kurz mal. Schlag mich mal, bitte. So, schlag mich mal nochmal. Dankeschön, schlag mich nochmal. Schlag mich nochmal. Dankeschön. So, unten rechts, falls wir in irgendeinem Sheet drin wären, dann würde sich genau jetzt meine Energie schon hochregen. Aber ihr seht, dass es halt nicht so ist. So, falls jemand halt ankommt, weißt du? Weil man kennt ja viele aus den Kommentaren, die halt, ne? So, Leute, wir haben Gary wieder hier. Sie ist halt leider nackig, weil ihre Klamotten komplett kaputt sind. Aber ist egal. Komm, unser Weg geht weiter. Glaubst du, wir können das da einsacken? Nein, das Caprosaurus, zwei Stück, nein. Autsch. So, Gary, ich geh ran. Pack mir die Sachen ein. Oh mein Gott, das ist nicht mehr was. Ich hab alles... Es kommt, es kommt. Ach, alle beide kommen. So, schnell abhängen. Haha. Also ich bin jetzt hier am Strand. Ich bleib jo, sehr hier. Schön. Ja, du kannst aber ruhig herkommen, ne? Nee, hier, nee. Ich bin safe. So, ich gehe weiter. Bye, bye. Oh, das ist, weil die Wand mich abgeprallt hat. Ja, ja, die Wand war's. Hier oben. Wie sieht's hier aus? Oh, das war... Oh, ein brennender Otter. Ein brennender Otter. Oh, Gary und ich, den kenne ich von ganz, ganz früher, wo wir das erste Mal Paradise starten wollten. Du willst einen Fisch haben? Kannst du haben und hier ist nicht ein Fisch drin. Hä? Das Wasser hört sich hier, als ob ich wirklich in Wirklichkeit unter Wasser wäre. Hört sich so an. Wie crazy ist das denn? Schön. Hallo. Hey, Gary, pass auf. Ey, guck mal, man könnte sogar da oben. Das ist voll geil mit dem Wasser hier. Ja, warte mal. Ich versuche mal ganz kurz was. Guck mal, hier oben könnte man sich sogar aufbauen. Und drum... Ja, gut. Wäre viel Chaos, ey. Okay, da drüben könnte man sich noch... Oder da drüben... Hier packe ich da... Oh Gott. Das ist das erste Haus und das kleine Haus? Oh Gott, Gary. Bitteschön. Ziehen Sie bitte ein. Oh, Oishi. 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 Sagt man nicht so... Oh, Sugoi. Oishi. Sagt man das nicht eher dann so? Okay, mal sehen. Oishi heißt doch, schmeckt doch gut, oder nicht? Keine oder so? Ahnung. Okay, also Sugoi! So oh! Ey, sieht aber wirklich gut aus, muss man wirklich sagen. So, ich habe aber jetzt noch eine Hütte. Und zwar das mittlere. Und das mittlere kommt hier hin. Jetzt! Wow. Warte ab. Warte! Hä? Nein, ich meine, Alter! Kannst du unten eine Treppe? Jo! Ey, Gary, hier kannst du eine Treppe hinbauen, dann kannst du hier. Walla? Hallo? Watashi. 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 Ey, dazu muss man sagen, sieht wirklich gut aus. Und ich wette, das, was ich jetzt mache, ist eine Kombination zwischen den beiden. Wetten wir? Sollen wir sehen. Also, ich glaube... Wow. Lass kurz mal das abbauen. Ach ja, Leute, wir wollten euch kurz mal was zeigen. Danke auf jeden Fall für die Kommentare. S-Plus-Mod hat es geändert. Es haben aber auch welche reingeschrieben. Man muss in den Game-User-Settings zum Beispiel was ändern oder in der Indie. So, wir können hier... Ach du, was? Ich dachte in Tony Dragon. Man kann ja linksklick die Infos anklicken. So, dann steht ja das zum Beispiel bei Strukturmodus, ist ja Dings mit dabei. So, gehen wir auf Strukturmodus. Struktur. So, Demolish funktioniert. Drücken wir einmal Rechtsklick, Convert. Und dann einmal Pickup. Man kann es nicht pickuppen. Und das ist ein bisschen doof. Man kann es demolischen. Wir wollen es aber nicht kaputt machen. Und deswegen ist es halt ein bisschen... Ja, keine Ahnung. S-Plus-Mod ist nicht mehr das, was es früher mal war. Mach dich auf was gefasst. Bip, bip, bip. Bip, 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 bip.
Bam! Mit Stall, wa? Ja, mitten in den Stall. Okay. Ja, genau. Ich baue genau da, wo die Tür ist, sind die Steine. Ey! Guck mal, hier können wir kleine Dinos einlagern. Das könnte man hier weitermachen. Was machst du da? Ja, ach schade, ich habe schon nicht mal getroffen. Kacke. Okay, warte mal. Ja, okay, das Dumme ist jetzt aber, hier oben ist kein ist ein Balkon, aber... Ja, aber irgendwie erinnert mich das an einen Stall einfach. Ich glaube, das ist auch ein Stall. Kann das sein? Nein, das ist ein großes Zuhause, soll das sein. Ein großes Home. Man könnte natürlich so als so, weißt du? So könnte man das circa machen. Und sagen wir jetzt nur so, wir setzen den Tempel daneben hin und dann die kleine Hütte. Leute, dann hätten wir unser kleines japanisches Dorf. Das stimmt, ja. Ey, wir können uns wirklich damit was richtig Geiles aufbauen. Dann könnten wir da das machen, da das machen. Und hier nebenan, das hier, das wird nur für Dinos sein. Oder das hier sind für Schwangere, weißt du? Hier sind die, die schwanger sind. Und hier kommen dann die Babys raus. Nein, das passt, ey. Geil. Schwangere. So, wie gesagt halt, wir wissen nicht, ob wir jetzt hier bleiben, aber ich glaube, wir lassen das erstmal. Ja, ich finde die Stelle hier ganz hübsch, das passt eigentlich auch. Ja, aber wir bauen das ja noch anders hin, das soll ja schön ausschauen. Hilfe, ich ertrinke! Ich rette dich! Hilfe! Ah! Ich rette dich! Schnell, komm raus! Guck mal, Leute, ich bin Lebensretter. Also, falls ihr gerettet werden möchtet, ruft mich an. Ja, ich schläg euch Kappa. Würde ich niemals machen. Also, ein Tempel zum Beispiel könnte man hier hinsetzen. Dann hätte man jetzt von hier draußen so eine richtig schöne Aussicht. Bam! Geil! So ein richtig, Panoramablick nicht wirklich, aber es sieht schön aus. So, und da unten die Kois. Sollen wir sehen. Die erste Hütte sieht schon mal gut aus von innen. Ja, sieht schon mal perfekt aus. Perfekto. Was wir daneben machen, keine Ahnung. Ich glaube, da lassen wir erstmal den Tempel halt allein. Das kommt dann halt so hin. So sieht es schon mal fast aus, als ob es eins wäre. Fast. Und von oben muss ich jetzt ganz kurz was überprüfen. Ja, hier guckt nichts raus. Und hier guckt nichts raus. Geil. Was sagst du? Kann man das so lassen, Gary? Kannst du das so lassen, ja. Gut. Das mit dem Stall, stimmt. Das könnte man eigentlich genau hier nebenan machen. Ja, das habe ich auch gedacht. So, und das wäre dann halt so. Ich kann das hier natürlich komplett drüber schieben. Aber... Ja, das wäre dann halt so. Brauchst du jetzt nicht abreißen. Können wir später halt da machen. Schalala. Und ja. Aber wie gesagt, Leute, das ist alles nur provisorisch. Und also das da vorne kann, glaube ich, stehen bleiben. Und mal gucken, ob wir das hier halt so lassen können. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ja, es ist halt wie ein kleines japanisches Dorf. Jetzt fehlen noch die ganzen Händler und so. Dann ist es wie eine kleine geile Straße. So, Gary, dann pass auf. Ich will mal ganz kurz auf die Jagd und du kommst mit. Wo ist der Otter? Der hat sich nach unten verdonnert. Ja. Ja, da. Hier ist er. Da komm her. Lass mal kurz mal die Fische ran droppen und dann gucken, ob es funktioniert. Ja, ich spring da einfach hin. Ich bin hier beim Trike. So. Oh, hallo. Ich wollte eigentlich. Ich wollte nur einen Fisch haben. Ich wollte nicht dich. Den Hai? Ja. Geh mal bitte. Dankeschön. Ah, hier drüben rechts. Komm rechts, Gary. Hier sind Fische. Komm, Fischi, komm. Warum bist du tot? Saku! Okay. Du weißt, du hättest in meinem Bett hinbauen müssen. Wie viel Zeit hast du? 39 Minuten. Oh, pass auf. Gary, dann werde ich jetzt so machen, dass ich hier vorne in der Ecke die Fische sammle und dann halt mal ausprobiere, ob es funktioniert. Okay. Los. Halt. Was auch immer mich angreifen möchte, bitte geh doch. Ach, es ist ein Manta. Schnee. Oh, bitte lass es. Scheibenkleister. Scheiße. Okay, Fische kann man nicht dingsen. Also im Maul reinnehmen, aber... Ja. Ja. Ich versuche mal rüberzukommen, ja. Alter, da ist ein Basilosaurus und hinter ihnen sind 6 Delfine oder so. Seit wann das? Also ich weiß ja, dass die Mantas hinter denen her sind, aber... Ja, aber Mantas und Delfi. Die Delfine, wie sie ihn angucken. Erwartungsvoll. So, ich habe einen riesigen Fisch, den kriegt er aber noch nicht. Hol du einen Fisch und dann geben wir es ihm, okay? Weil ich habe jetzt 27 Minuten Zeit, das ihn hinzugeben. Nimm du ihn sofort auf. Los. Okay, und ich suche kurz Fischi. Ich würde sagen, ich gebe als erstes hin. Ja, mach mal. Ich will mal gucken, was passiert. Und du gibst als nächstes dann hin, okay? So, bitte gib, bitte.
Nein, ich will halt diesen Otter haben. Ich habe schon vor 2 Jahren davon geträumt und ich hatte ihn nie bekommen. Okay, mal sehen. Pam. Habe ich es hingegeben? 1,9. Ey, wenn du den Fetten hingibst. Ey, vielleicht gibt es sogar mehr. Geh hin, da steht Dragfish. Dann Dragfish rein. Hast du? Ja. Okay, warte, wie viel hat er? Och, man sieht es einfach nicht. Taming hat er auf 10. Ja, gut. Gary, benutz dein komischen Fernglas. Du siehst alle Fische hier in Umkreis. Echt? Los, komm. Ja, die sind alle in weiß. Du siehst Kroko, du siehst alles. Super, er frisst ihn sofort auf. Wer frisst ihn auf? Nein, nur einmal beißen, nur einmal. Ich hab einmal gebissen, hat ihn sofort aufgefressen. Ja, super. Weißt du, was ich nochmal? Soll ich ersticke? Aber, alles gut. Okay, Gary, los, mach hin. Ich ersticke auch. Los, er hat immer noch 10,1, los. 15 hat er. Oh mein Gott, es funktioniert. Wir haben gleich den geilsten Otter, den es je gab. Ich geh mal kurz hier vorne hin, da müssen auch Fische sein. Los. Ey Leute, ich sehe jetzt gerade, der 1066 Level, aber der 3,3k Leben. Weird, aber ja, er hatte gerade 24. Bedeutet, pam? 29 hat er jetzt. Wow. Pass auf, ich drag mal Body. Ich versuche jetzt wirklich den Otter damit zu füttern. Mach das. Vielleicht funktioniert es. Okay, scheint wohl doch kein Fisch zu sein. It doesn't work, ne? Hätte ja sein können, dass es ein Fisch ist. Oder dazu zählt. Weißt du, hier, ich krieg doch sogar Raw Fish einer, von ihm. Hier ist einer, hier direkt unter mir ist nur eine Leiche. Los. Guck mal, weißt du, was logisch ist? Ich kriege Raw Fish von ihm. Aber ich kann ihn nicht dem Otter geben. Hä? Tja. Oh, das ist jetzt so. Gemein. 76. Ja, haha. Hallo, Baby. Mein Revier. Hallo. Tut mir leid, Kleiner. Tut mir leid. I'm sorry. Otter, ich habe noch was für dich. Bitteschön. 77. Schön. Okay. Warte, da. Lass mich zuerst gehen. Ja, mach. So, los. Wie viel hat er? 94. 94? Oh, dann brauchen wir noch eine. Warte, oder? Geht es vielleicht mit meinen hier? Komm, Biggie Fischi. Er kann gerade nichts essen. Ich hab 97. Was gegeben. Dann machen wir noch 2 Stück. So, wir gehen hin und... Jo! Alter! Tech-Otter. Level 1509. Ja, jetzt will ich aber auch, dass du ihn ausprobierst. Also Leute, da hat sich knapp die halbe Stunde gelohnt. Jo, geil. Hallo, Otti. Nein. Du musst eh gedrückt halten, wenn du aufsteigen willst. Oh, hübsch. Leute, ich bin der Gottesotter. Was war das denn gerade? Achso, ich wollte gerade sagen. Ey, das sieht aber gut aus, oder? Guck mal, bemerke ich ihn gar nicht. Und wenn ich so gucke, ist er voll auf mich drauf. Ich sehe noch nicht mal Feuer auf dem Boden. Und so sieht man Feuer auf dem Boden. Seltsam. Okay, Otti. Alter Schwede. Sitzt du drauf? Ja. Ach, du bist er. Jo. Nee, du bist unten auf dem Boden. Echt, stimmt. Nee, warte, was bin ich? Ich bin im Blut. Ich bin Corona. Guck mal, ich bin wie ein Virus. Ich hänge unter ihm. Warte. Ach du Kacke, Leute. Seht ihr das? Zurück. That's me. Jetzt bin ich noch kleiner. Ich sehe aus wie ein kleiner Wurm. Okay, Freund. Doch, das sind meine Haare. Ja, sag ich doch. Ach du Kacke, das sind meine Haare. Also, Leute. Tech Otter. Leute. So, mal gucken. Schwimmen. Deswegen schwimmt er immer oben. Er kann gar nicht schwimmen. Oh. Oh. Was ist das? Was ist das gerade? Feuerwerk? Ich sehe es nicht. Du siehst es nicht. Nö. Pass auf. Ey, ich kann schwimmen. Okay, also. Otter, Linksklick. Er kann ganz normal beißen. Ist halt wie ein kleiner Süßer. Rechtsklick. Oh. Okay. Okay. Es kommt so eine Art Strahl. Ach, ich bin echt, wenn ich Ego-Perspektive bin, bin ich unter ihm. Okay. Aber rechtsklick kommt ein Strahl von oben so. Das kannte ich auch noch nicht. Ich weiß zwar nicht, ob es irgendwie, warte mal, rechtsklick nochmal. Nee, okay, hat keine besondere Fähigkeit, denke ich jetzt mal. Ich weiß es halt nicht. C ist das hier. Und das macht ein Feuerwerk. Ja. Siehst du also jetzt auch, ne? Ja. Holy shit, Alter, wie geil ist das denn? Probier ihn mal aus. Okay, springen kann also echt hoch. Gefällt mir. So, da macht er das. Ja, wer weiß, was es kann alles. Demetrodon, ich komme. Der springende Otter kommt. Der fliegende Albtraum. Fliegi. So, dann einmal jetzt kurz C ausprobieren.
Restlik? Ja, Leute, falls jemand weiß, was er kann, sagt mal Bescheid. So geht das hier so. Wow! Weißt du, was mein Problem auf ihn hat? Ha. Wenn ich auf ihn normal reite, ich krieg jetzt zum Beispiel keine Luft mehr. Oh. Ja, ich bin unter die Erde. So, warte mal, aber. Ach du heilige Maria. Ach du heilige Scheiße. 8180. Aber was kann... Was kann Dings hier? Was kann das hier? Guck mal. Ey, ist das geil. Ich kann unendlich kann ich das machen. Ich hab ja nichts vor dir. Guck mal. Ich bin... Oh Gott, ich bin wirklich hart. Guck mal. Ich springe. Oh, das ist wie in einen Turm springen. Ich bin halt dieser Schwimmer, der halt so elegant fliegen kann. Und da ist auch noch ein flambierter... Geh aber nicht hin. Das kann einer von der Sorte sein, wie von der Demon Saber, ne? Halt dich fern von denen. Wirklich jetzt. Mir gefällt der Otter irgendwie. Kaffee, was hast du getan? Machst du irgendwas? Ja, sie hat mich abgeschmissen. Ja, super. Nee, aber der hier? Komm, Baryonyx. Ich weiß, du willst mich hier runterschmeißen, aber... Bevor du das tust, bist du tot. Und so, Leute... Oh, guck mal, kennst du sie hier? Ja, nicht angreifen. Nee, die Matte meine ich. Hey? Ich sehe die Turtle von unten. Meine Motte da. Welche Motte? Die Motte da. Die Mottenboss. Ja, kennst du nicht Pandora? Ja, ich meine, kennst du sie noch? Ja, natürlich. Willkommen in Pandora. Oh Gott, halt dich fern von ihnen. Halt dich fern von ihnen. Halt dich bitte fern von den Goblins. Oh Gott, ich komme hier nicht weg. Wenn du jetzt nicht wegkommst, bist du tot. Ich kann wirklich nicht für dein Leben garantieren. Ich will da jetzt nicht hingehen zum Trike, aber der sieht wirklich seltsam aus. Der hat mehrere Stachel auf sich. Lass ihn weg hier. Ach, hallo. Das sind einfach... Kuss auf dein Auge. Ich habe wirklich geküsst auf sein Auge, Gary. Bau mal schön ab. Leute, ey, wir haben das erste OP-Vieh. Ich stehe auf ihn, guck mal. Ich auch. Ist ja cool. Mir gefällt der Otter. Tja, Freunde, und da seht ihr jetzt halt wirklich, es sind OP-Mods drauf. Aber das ist noch ein Witz dagegen, was in Zukunft noch kommt. Ja. Und das ist kein Joke. Okay. Schade, dass ich damit nicht angreifen kann. Ne, ich kann auf keinen einprügeln oder so. So, der Otter hat jetzt auch 25 Level bekommen. Davon mache ich ein bisschen was hoch. Er braucht ja mehr Leben. Ich glaube, 10.000 wäre, glaube ich, ganz gut. Einmal auf Attacke drauf und einmal so. Ansonsten überlebt er das nicht. Das ist halt... Ich glaube, gerade wenn wir jetzt hier gleich zum Saber hingehen, dann in der Nähe... RIP. His life. Guck mal, weißt du, ich mache mich gerade hübsch vor ihn. Es interessiert ihn nicht. Ich weiß, wie er reagiert. Komm her. Hey, Sako. Hallo. Guck mal. Bam. Komm, greif an, Junge. Oha. Warte, drehen kann ich mich auch. Aber wer ist der Hübschere? Oh. Warte mal. Du hast doppelt 8000 gemacht. Ja, weil ich an den Wi-Fi habe ich getötet. Müsste jetzt nicht ein Kristall in sich haben? Eine Crystal Talon. Kannst du ihn mal abbauen? Oder warte mal, kriegt man das nicht durch Abbauen? Ich teste mal ganz kurz. Hilfe. Ja, ich komm schon. Otter, hast du gut gemacht. Wow. Ja, Otter ist gut. Leute, er braucht einen richtig schnieken Namen. Ich weiß zwar nicht, was wir früher gemacht haben, Er tötet einfach alles. Glaubst du, er macht... Warte mal, ich muss mal kurz was testen. Glaubst du, er macht Attacken, die... Ach, scheiße, geht ja gar nicht. Aber wir brauchen irgendeinen schnieken Namen. Hi, Ente. Okay, war eine normale Ente. Sei vorsichtig. Geh dahin, wo keine Pflanzen sind. Damit du überall durchgucken kannst. Und lass uns am besten den anderen Eingang nehmen. Na, ah, Saber vor uns. Oh mein Gott, geh bloß direkt da. Safe. Okay, sieht gut aus. Bitte. Ja, spring schnell in die Base rein. Geil. Leute, wir haben es geschafft, ey. Oh mein Gott. Oh, er passt sogar durch. Ja, noch besser. So, Otter. Das ist unsere alte Base hier. Aber wir gehen noch zum neuen Dorf hin. So, passt er hier durch? Ja, passt er. Guck mal, er beleuchtet schon die ganze Höhle. Obwohl hier Licht ist, passt das hier. Ostrich, Dilo, Jebby. Guck mal hier. Das ist euer neuer Freund. Otter. Ja, geil. Ist es ein Männchen? Warte, ich guck kurz. Dann weißt du, was du Ach, ist das schön. So, es ist ein
Männchen. Ja, Ottern. Ottern. Hieß der wirklich Ottern? Ottern. Echt? Leute, wollen wir den wieder Ottern nennen? Wie gesagt, halt, lasst mich wissen. Stimmt, der hieß echt Ottern. Ja, Freunde, in der nächsten Folge werde ich mal was anderes mit dem ausprobieren. Ob er auf meiner Schulter jemand angreift und ob er genauso viel abgibt. Naja, ich würde aber sagen, das war es erstmal von einer weiteren Folge ARK. Wenn sie euch natürlich gefallen hat, ey, dann lasst auf jeden Fall ein Kommi und ein Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.